Nicht nur die Tour de France startete in diesem Jahr in Bologna. Am 1. September fiel auch der Startschuss zur 6. Auflage des Apenninica Mountainbike Etappenrennens. 130 Starterinnen und Starter gingen ins Rennen. 400 Kilometer und 13.000 Höhenmeter lagen vor ihnen bis zum Ziel in Castelnuovo Nemonti, das am 7. September erreicht werden sollte. Mit am Start Olympiasieger Miguel Martinez und Vorjahressieger Hans Becking aus den Niederlanden, der erste Fahrer, der das Rennen bereits zweimal gewinnen konnte. Becking sicherte sich gleich die erste Etappe. Bei den Damen schlüpfte die Schweizerin Nina Brenn ins Trikot der Führenden. Beide gewannen auch die zweite Etappe. Becking mit beinahe 3 Minuten Vorsprung auf den 21-jährigen Piet Weinberg aus Deutschland, den jüngsten Starter im Rennen. Nina Brenn konnte ihren Vorsprung auf die Zweitplatzierte, die Spanierin Ada Morera, auf beinahe 28 Minuten ausbauen. Die dritte Etappe sah bei den Herren in Federico Mandelli aus Italien einen neuen Sieger, der im Zielsprint geschlagene Becking hielt die Gesamtführung. Nina Brenn stand erneut oben auf dem Treppchen. Die vierte Etappe wurde witterungsbedingt von 55 auf 35 Kilometer verkürzt. Den Sieg sicherte sich Piet Weinberg, der in der letzten Abfahrt Hans Becking und den Italiener Cacci distanzieren konnte. Bei den Damen setzte Nina Brenn ihre Serie fort. Thank you.
Der fünfte Tagesabschnitt war die Königsetappe des Rennens über 86 Kilometer und 2850 Höhenmeter. Die beiden Führenden in der Gesamtwertung, Brenn und Becking, gewannen. Beide konnten sich nach der sechsten Etappe über den Gesamtsieg freuen. Becking reichte ein dritter Platz auf der Etappe rund um Castelnuovo di Monti. Für Becking der dritte Gesamtsieg, auf den Plätzen folgten Luca Cacci und Piet Weinberg. Nina Brenn musste sich auch am letzten Tag keiner ihrer Konkurrentinnen geschlagen geben. Auf den Plätzen folgten Adam Oreira und Lola Bakker aus den Niederlanden.